So, weiter geht's im Design. Ich bin sowas von proud of me, was ich hier hinkriege. Ich möchte ein bisschen das nochmal extenden, aber Concrete ist mein neuer Style. Ja, das sieht geil aus sogar. Ich bin nicht in der Lage, das Ganze zu leisten. Dass ich allerdings weiß, dass man... Nein, lieber... ich bin agree with that. I agree with that. Also. Das wird noch eine geile Geschichte. Dieser Flughafen, der wird im modernen Style gefallen. Gut, lasst krachen und bis gleich. Wir kommen zum Klon. Ich habe leider schon ein bisschen geklont, also ein bisschen schon vorbereitet. Aber wir können es nochmal neu machen. Und zwar bauen, benutzen wir erstmal diese Fläche. Ich habe das nämlich schon in den Boden geklont. Sorry dafür. Aber ich bin leider ein bisschen durcheinander. Heute mal. Genau. Wir können das eigentlich da auf diesen Block beschränken. Und wir können es einfach so hochziehen. Ja, geil. Das ziehen wir ganz hoch bis zur obersten Ebene. Also dass die Redstone-Blöcke und das nochmal eine verschwindet. Nochmal ein bisschen das zurück und ja, das ist sowas in etwa. Nächste Folge werden wir wahrscheinlich auch in etwa bringen. Also wir werden jetzt auch erstmal, wenn wir diese Module geklont haben, werden wir auch nochmal in Minecraft einen Shop für Gatekarten. Nenne ich mal jetzt, weil das Minecraft ja jetzt irgendwie navigiert wird. Aber man weiß ja nicht wo. Okay. Und wir sind hier unten im Keller. Yes. Unten drin. Genau. Das Ganze kann man so machen. Ja, und dann mal einen Block daraus. Dass man das eine Redstone mit erwischt. Ja, Redstone ist sehr, sehr gefährlich. Und das kann man eigentlich jetzt klonen mit dem Klon-Tool. Und zwar werden wir das jetzt nach. Ich meine, nach längs klonen. Und zwar jetzt. Ich meine. Oder jetzt nach vorne oder nach hinten. Okay, wir probieren noch mal ein bisschen rum. Das ist ein bisschen creepy. Ja, das wird jetzt nach vorne geklont. Also von unserer, nein, nach hinten. Ja, von unserer Seite nach hinten. Das können wir nochmal 5-mal klonen und dann haben wir insgesamt 6 Check-ins und dann Gepäckaufgaben. Aufgaben, richtig. Und dann kann man damit weiterarbeiten. Das klonen wir und speichern die Welt. Somit haben wir das fast fertig. Also wir müssen es noch anschließen, weil alles prepare, weil bald ist es soweit. Wir gehen an den ganzen Kram in Minecraft wieder. Wir speichern die Welt und sehen uns in Minecraft wieder. Damit kann ich die Folge beenden. Ihr könnt gerne in der Mitte noch ein bisschen gucken.